Ja, und mal wieder Schuhe, Leute. Jetzt nach langer Zeit gibt es mal endlich das Angezockt-Video zu Gears of War. Hatte sich der Köpster ja vor langer Zeit gewünscht. Jetzt habe ich mich endlich mal dazu aufgerafft, sage ich mal. Ich muss mich entschuldigen, hier bei meinen Großeltern habe ich das Spiel leider nicht dabei. Deswegen kann ich jetzt irgendwie nicht schön die Verpackung hinhalten oder so. Ihr könnt allerdings hier irgendwo weiter unten, fast ganz unten in meinem Xbox-Video, Collection-Video sehen, dass ich die Spiele auf jeden Fall habe. Ich hoffe, dass es mir dann glaubt. Ja, Gears of War. Ein Spiel oder mittlerweile eine Spielereihe, die ja sehr große Bekanntheit erlangt hat. Von vielen 360-Fans wird sie frenetisch gefeiert und verehrt. Und ja, ich glaube, die Leute, die quasi bislang mit der Serie noch nicht so viel in Berührung gekommen sind, fragen sich, was die Spiele ausmacht, dass es darum so einen Hype gibt, dass irgendwie fast jeder sagt, hey, deswegen musst du dir eine 360 kaufen und nicht eine PS3. Die auf der PS3 haben Heavy Rain und Uncharted und so, wir haben Gears. Und da muss man sich natürlich fragen, was hat denn dann was haben diese beiden Spiele, bald drei Spiele, zu bieten? Ja, dass sie sich mit solchen gewichtigen Konkurrenten auseinandersetzen und quasi den Kaufgrund für das System sein sollen. Damit möchte ich heute versuchen, so ein bisschen diesen Leuten eine Antwort zu geben, die Spiele ein bisschen zu erörtern. Denn, um es mal vorwegzunehmen, ich bin auch sehr begeistert von den Spielen und es ist bei mir nicht selbstverständlich, denn ich bin auch eher so ein Typ, der bei heftiger Gewaltdarstellung und so eher ein bisschen auf Abstand geht. Ich brauchte, also wenn Spiele das quasi zur Selbstdarstellung nehmen oder irgendwie als Mittel zum Zweck, nicht mehr als Mittel zum Zweck und so, dann frage ich mich auch, muss das sein? Und deswegen, ja, hat das schon, also spricht das aus meiner Sicht für die Serie, dass es mich trotzdem überzeugen konnte. Und ja, ich gehe einfach mal ins Detail, mir fällt nämlich gerade keine super tolle Überleitung ein. Erstmal Genre her ist es ein Third-Person-Shooter. Für mich ist es eigentlich, sind es die besten Third-Person-Shooter, die es zurzeit gibt. Sage ich schon mal direkt vorneweg. Was macht es so besonders? Also von der Story her ist es eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Ihr spielt quasi menschliche Soldaten auf einer Alternativwelt, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht alles, die von einer außerirdischen Rasse bedroht werden, obwohl außerirdisch eigentlich nicht so wirklich passt, denn die sogenannten Locust kommen aus dem Erdinneren des Planeten. Und ja, in diesem Krieg geht es halt wirklich um die nackte Haut, das merkt man halt auch. Ihr spielt halt wirklich so richtige Badass Soldiers, so wie man die sich eigentlich vorstellt. Muskelbepackt, tätowiert, mit einem dreckigen Humor vielleicht teilweise. Aber ich finde, es passt ziemlich ins Szenario rein und da kommen wir direkt mal zur Brutalität. Die Brutalität ist im Spiel natürlich oder in beiden Spielen natürlich sehr hoch. Die Spiele sind nicht umsonst indiziert, obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, viel höher als zum Beispiel Dead Space ist die Brutalität nicht. Der einzige Grund, weshalb ich mir erklären kann, warum Dead Space durchgewunken wurde und Gears gescheitert ist, weil die Gegner in Dead Space halt nun mal nicht mehr eine humanoide ja, Erscheinung haben sozusagen, also von der Gliedmaßenanzahl und sowas. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil ansonsten ist alles gleich. Also du kannst die Gegner zerplatzen oder ja, zerplatzen in beiden Spielen. Du hast in beiden Spielen das Ragdoll-System drin. Gut, bei Gears spritzt Blut von innen sozusagen an den Fernsehbildschirm. Das macht es allerdings bei Call of Duty auch. Also auf jeden Fall in der ungeschnittenen Version. Ich weiß nicht, ob auch in den geschnittenen Versionen, keine Ahnung. Also insofern, gut, ist auch egal. Es ist indiziert,
Aber ich finde, die Brutalität passt einfach zum Setting des nackten Überlebenskampfes. Und ja, du merkst einfach, dass es um die Haut geht. Ne? Es geht nicht irgendwie darum, irgendeinen anderen, den 20. Planeten, den die Menschen besiedeln wollten, dass da irgendwas los ist. Nee, es ist wirklich die letzte Heimat und wenn hier nicht geregelt wird, ist halt Sense. Und dazu passt die Brutalität. Aber kommen wir endlich mal zum Gameplay. Das Besondere in meinen Augen an Gears of War vom Gameplay her ist, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, zumindest auf den anständigen Schwierigkeitsgraden, also normal, schwer und so, dass hier im Prinzip die anstürmenden Gegnerwellen nicht überleben könnt, wenn ihr im Offenen seid. Ihr müsst quasi mit Deckung arbeiten. Das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass ihr mit der Deckung interagiert, um die Gegner zu besiegen. Und ja, das funktioniert außergewöhnlich gut in meinen Augen. In meinen Augen ist das Deckungssystem das Beste, was ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Wenn was außerordentlich gut funktioniert, ist ein Merkmal oder irgendwie ein Phänomen, dass es immer kopiert wird. Und ihr habt mittlerweile einige Spiele wie Dark Sector, wie dieses komische 50 Cent Spiel und auch jetzt neuestens Splinter Cell Conviction, die das Deckungssystem von Gears of War übernehmen. Und ja, das spricht in meinen Augen dafür, wie gut das ist. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, also erstmal läuft es immer so, dass ihr mit A hinter einer Mauer oder irgendeinem Objekt in Deckung geht. Dann habt ihr die Möglichkeit, gezielt aus der Deckung zu schießen, ungezielt aus der Deckung zu schießen. Ihr könnt dynamisch mit A und Taste in die jeweilige Richtung die Deckung wechseln. Also wenn zum Beispiel hier zwei Mauern nebeneinander sind und ihr steht hier sozusagen und hier ist die zweite Mauer, dann könnt ihr nach da dynamisch wechseln. Ihr könnt, wenn ihr nach vorne springt, dann könnt ihr sozusagen über das Hindernis drüber springen und weiter sprinten und an dem nächsten Hindernis in Deckung gehen und so weiter. Also gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und das funktioniert einwandfrei, ohne irgendwelche Bugs oder so weiter. Ja, was kann man noch erwähnen? Ansonsten, das Spiel leistet sich irgendwie halt einfach keine Fehler. Das ist, kommt halt irgendwie so dazu. Es ist gerade bei solchen gewalttätigen Ballerspielen verfallen viele dazu, das Gameplay einfach nicht abwechselnd zu gestalten. Da denkt Gears of War aber dran und macht eine ganze Menge Abwechslung. Also ihr habt in den beiden Spielen unglaublich viele Fahrzeugparts und irgendwie stationäre Geschütze bedienen, weiß ich nicht, Nahkampfparts und so weiter. Bewegt euch in völlig unterschiedlichen Settings, also mal in Städten, Häuserkampf und unter der Erde in Lebewesen drin und so weiter. Also da ist ziemlich viel Abwechslung. Die Gegnervielfalt ist auch okay. Also es gibt nicht so viele Gegner. Ich glaube, im ersten Teil sind es 4 hauptsächliche Gegnertypen, wenn ich mich jetzt nicht verzähle. Im zweiten Teil sind es, glaube ich, ein paar mehr. Aber das passt eigentlich alles auch ganz gut dazu. Es gibt so ein paar spaßige Sachen. Also dass ihr habt zum Beispiel noch ein Quicktime-Nachlade-Event. Also wenn ihr quasi das Nachladen mit der rechten Schultertaste aktiviert und dann wird quasi die Nachladezeit in einem Zeitbalken angezeigt und wenn ihr da nochmal einen speziellen Punkt wie erneut mit der Schultertaste trefft, dann habt ihr schneller nachgeladen und kriegt einen Schadensbonus für die so nachgeladene Munition. Was völlig unrealistisch ist, aber es macht Spaß. Ansonsten die Waffen gibt auch nicht so viele, aber es reicht eigentlich. Was ziemlich geil ist, ist halt der Lancer, das Standardmaschinengewehr, das halt ein Kettensägenbajonett hat, mit dem man ziemlich cool die Gegner zersägen kann, auch wenn man es in der Praxis nicht so oft anwendet. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Zur Story, die ist im ersten Teil noch recht oberflächlich, muss ich sagen, passiert jetzt nicht so viel. Ist es spannend so, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt, ja, es wirkt so ein bisschen so wie ein Tag halt in so einer nicht enden wollenden Schlacht. Beim zweiten Teil finde ich ziemlich gut, dass es eine ganze Ecke persönlicher wird, also die Charaktere kriegen mehr Tiefe.
Das finde ich eigentlich, ja, kann ich nur befürworten, dass es auch mal persönliche Sachen gibt, die da zu klären sind. Es hat einen sehr traurigen Teil. Die Leute, die das Spiel schon gespielt haben, wissen, was ich meine. Wird ja auch nochmal in dem Trailer zu dem dritten Teil gezeigt oder angesprochen thematisch. Ja, ansonsten, die beiden Teile unterscheiden sich nicht groß. Der zweite Teil hat natürlich eine bisschen bessere Grafik, hat in meinen Augen auch noch mehr Abwechslung im Gameplay. Dafür ist er ein bisschen zu leicht. Der erste Teil war vom Schwierigkeitsgrad angemessener. Da gab es einige Stellen, wo man mal ein bisschen länger dran gesessen hat, was ich gut finde bei solchen Spielen. Aber ja, das ist jetzt mal quasi so von der handwerklichen Seite das Spiel beschrieben oder die beiden Spiele beschrieben. Ich denke, also wer irgendwie nichts mit Ballerspielen anfangen kann, nichts mit außerirdischem Setting und so, der soll Gears of War auch nicht anfangen. Ja, das ist völlig klar. Ich denke nur, dass die Leute, die sich vielleicht bis jetzt gedacht haben, und ich glaube, da gibt es einige von, habe ich nämlich schon öfter auch in Foren mit Leuten drüber gesprochen, die sich denken, ja, komm, hier so ein indiziertes Ballerspiel, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu hohl oder so. Die sowas denken, die da Vorbehalte haben, denen kann ich nur empfehlen, vielleicht mal anzocken, weil da, denke ich mal, tut man dem Spiel Unrecht, wenn man es halt so ein bisschen wegen diesen Vorurteilen und diesem indizierten Kram und so dann halt so abtut als so ein billiges Gewaltspiel. Da tut man dem Spiel wirklich Unrecht. Und ja. Ich finde das Spiel, wie gesagt, großartig, sowohl von der technischen Seite, also von der Gameplay-Seite und von der Präsentation her. Und es hat einfach mal so mit die geilsten Charaktere, die es überhaupt gibt. Und einen richtig guten Humor. Ich finde, wie gesagt, die Gewalt, es erinnert mich auch so ein bisschen an Starship Troopers, möchte ich vielleicht mal noch so abschließend sagen. Das waren auch Starship Troopers 1, war auch ziemlich heftig brutal, ist bei uns in der ungeschnittenen Fassung auch indiziert. Das war aber halt auf eine satirische Art und Weise. Die Gewaltdarstellung wurde, sage ich mal, auf satirische Art und Weise eingesetzt. Und hier so ein bisschen wirkt es für mich auch so. Insofern sollte man das nicht ganz so ernst nehmen und sollte dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance geben. Gut, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Zweifelnden da ein bisschen weiterhelfen. Und ja, sage bis zum nächsten Mal, euer Triovan.